Papier, das ist seine große Leidenschaft. Ob Mensch oder Tier. Ob groß oder klein. Der Origami-Künstler Sipho Mabona faltet hauptberuflich seit 5 Jahren seine Kunstwerke. In einem kleinen Atelier in Luzern in der Schweiz. Wenn ich mich richtig entsinnen kann, habe ich, glaube ich, mit ca. 5 Jahren von meiner Mutter das Falten eines Papierfliegers beigebracht gekriegt. Und ja, ich war gleich von Anfang an hellauf begeistert davon. Heute hängen seine Werke in Museen. Seine aktuelle Arbeit: 21 riesige Papiervögel, die Sipho Mabona für das Tropenmuseum in Amsterdam gefaltet hat. Dass Origami auch in großen Dimensionen funktioniert, hat der 34-Jährige bereits im Februar mit diesem Elefanten bewiesen. Wie jedes seiner Kunstwerke besteht auch dieses aus nur einem einzigen Bogen Papier. 15 mal 15 Meter, eine Spezialanfertigung aus den USA. Kostenpunkt knapp 10.000 Euro. Einen Monat lang hat er mit Hilfe von 3 Assistenten daran gearbeitet. Es geht eigentlich mehr um den Gedanken, dass es keine Grenzen gibt davon, was man mit eigentlich einem quadratischen Stück Papier alles machen kann. In der Größenskala, in der ich jetzt arbeite, sind die physikalischen Kräfte, die wirken auf das Papier ganz anders im Verhältnis zu Papierdicke. Und deshalb ist der ganze Prozess ganz anders. Ob klein oder groß, die Ausgangssituation ist immer die gleiche. Eine Idee und ein Blatt Papier. Grundsätzlich überlege ich mir, welchen Körperteil des Papiers ich wo auf dem Papier haben möchte, also des Tieres, wo auf dem Papier haben möchte. Also zum Beispiel, wenn ich hier ein Quadrat habe, dann überlege ich mir zuerst grob, okay, ich möchte den Schwanz des Elefanten hier haben und die 2 Beine hier auf der Seite, hier den Körper, vielleicht hier in der Mitte den Rüssel und hier die Ohren. Die Origami-Werke von Sipho Mabona sind weltweit gefragt. Sie zieren Werbespots für einen japanischen Sportschuhhersteller und für einen Elektronikkonzern. Für eine Werbeagentur in Hamburg entwarf er eine ganze Wohnlandschaft aus Papier. Und für ein Hotel in Singapur faltete er Koi-Karpfen. Die Arbeiten von Sipho Mabona sind einzigartig, deswegen werden sie oft in Museen gezeigt. Sein Origami-Elefant ist derzeit in einer Ausstellung in Beromünster in der Schweiz zu sehen. Wir stellen immer wieder fest, dass die Kunst von Sipho Mabona die Leute extrem fasziniert hier bei uns im Haus. Einerseits, weil es eben vom Handwerklichen her, von der Technik her, die er verwendet, faszinierend ist, wie er mit einem Stück Papier die verschiedensten Dinge anfertigen kann. Und auf der anderen Seite lotet er dann die Grenzen aus, die diese Technik, dieses Origami bietet. Was mit einem Papierflieger in Kindertagen begann, ist für Sipho Mabona zur Berufung geworden. Kunstwerke aus einem Blatt Papier.